Hallöchen, meine Lieben, ich melde mich auch mal wieder. Ja, eine Woche lang habt ihr jetzt keine Videos von uns gesehen oder sogar über eine Woche. Und das, obwohl ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, das habt ihr vielleicht noch mitbekommen, falls ihr das letzte Video von uns gesehen habt, da hat der Papa gesagt, ja, die Mama kommt morgen nach Hause. Ja, ich bin zwar nach Hause gekommen, aber mir ging es ja nicht automatisch gleich besser, weil ich wurde aus dem Krankenhaus auch nur entlassen, da die Medikamente, die ich dort bekommen habe, nicht gewirkt haben. Also die haben einfach nicht mehr gewirkt und ja, das war voll, ja, irgendwie voll arg. Also der erste Tag, wo ich im Krankenhaus gelegen bin, der war super, da ging es mir wirklich gut, da konnte ich mich erholen, haben die Medikamente gut gewirkt und es war so ein Moment, wo ich mich ein bisschen entspannen konnte, aber ab dem zweiten Tag ging nichts mehr, da habe ich nur den ganzen Tag auch im Krankenhaus erbrochen und den dritten Tag auch und dann habe ich mit den Ärzten gesprochen, dass es ja gar keinen Sinn hat, dass ich da liege, weil ich kann auch zu Hause liegen und mich übergeben, von dem her ist ja, für mich ist hier zu Hause bequemer, sozusagen, bin bei meiner Familie und ja, deswegen habe ich dann am Mittwoch, am Nachmittag bin ich dann entlassen worden. Ja, eine Woche zu Hause ging es mir echt nicht gut, wirklich nicht. Also es gibt gute Tage, aber es gibt auch sehr schlechte Tage. Es gibt es gibt Tage, wo ich aufwache und mir ist gleich direkt schon schlecht. Also das ist dann, da weiß ich so, boah, echt, das fängt ja schon wirklich super an. Da weiß ich, dass mir den ganzen Tag über schlecht ist und ich mich wahrscheinlich zeitweise immer wieder mal übergeben werde, muss, wie auch der Körper so dann halt darauf reagiert. Oder mir ist halt nur schlecht, gibt es auch, dass mir wirklich nur schlecht ist, aber das dann, ja. Und mir hilft auch wirklich fast gar nichts. Also ich habe viele, viele Medikamente probiert. Paspertin-Tropfen, dann habe ich diese Vertirosan-Zäpfchen, Vertirosan-Dragés. Ich finde, sie helfen immer nur ein bisschen am Anfang und dann gar nicht mehr. Ich weiß nicht, also ich habe, wie gesagt, das einzige Medikament, was mir bei der Luisa damals, wie ich mit Luisa schwanger war, mir geholfen hat, ist dieses Agyrax. Das kann ich zurzeit nicht bestellen. Ich habe es früher aus Belgien bestellt, weil in Österreich und in Deutschland wird es nicht produziert. Das ist nämlich wirtschaftlich gesehen nicht so, bringt es nicht so viel Umsatz für die Pharmafirma, weil es gibt halt nicht so viele Hyperemesis-kranke Schwangere und ja, deswegen haben sie das nicht, produzieren sie das nicht mehr. Und in Belgien könnte man es sich holen, aber aktuell, also habe ich es mir früher bestellt, aber aktuell haben die mir zurückgeschrieben, dass die, also ihre Lager sind leer und erst im Dezember haben sie wieder welche. Ja, da brauche ich es wahrscheinlich auch nicht mehr, Dezember 2020. Und dann gibt es noch eine Apotheke in Frankreich, die verkauft es auch, aber die liefern jetzt nichts nach ins Ausland. Habe ich schon probiert, ich habe den Apps versucht zu bestellen, ich habe denen eine E-Mail geschrieben und es geht halt nicht. Also wenn man quasi die Adresse dann eingibt und sagt, dann steht da irgendwas, dass er halt nicht neue Gesetze gibt und bla 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 und deswegen können die Medikamente nicht ausgeliefert werden ins Ausland. Und ich weiß nicht, ob das mit Corona oder so zu tun hat, aber ja, ist halt ärgerlich. Also, falls irgendwer von euch in Frankreich wohnt, würdet ihr mir einen echt großen Gefallen tun, falls ihr mir so eine Agyrax-Packung holen könntet. Eine oder zwei. Also das wäre wirklich ein Segen, weil sonst weiß ich nicht, wie... Ich weiß jetzt auch aktuell nicht, ob mir das jetzt helfen würde, aber das ist halt etwas, was wirklich vielen, vielen Frauen hilft, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man so ein Zustand ist wie ich, ich lese viel, ich habe sehr viel im Internet gegoogelt, recherchiert und ich habe auch damals beim der Schwangerschaft mit Luisa dieses Hyperemesis-Forum gefunden und da habe ich von diesem Medikament gelesen und es scheint sehr, sehr vielen Frauen zu helfen. Die tauschen sich dort regelmäßig aus und ja, sonst hilft da wirklich nichts. Also viele schreiben immer, ja, probier mal ein Schlückchen Cola in der Früh oder probier mal in der Früh ein paar Kekse. Das hilft alles nichts. Das sind diese Sachen oder Ingwer kauen, Lutschbonbons, Zitronengeschmack, Orangengeschmack, dies, das sind Sachen, die helfen, wenn man zum Beispiel Schwangerschaftsübelkeit hat, so nur ganz normale. Die helfen, es kann sein, aber nicht bei jedem. Bei jedem Versuch klappt irgendwas anderes und ich habe wirklich alles schon durchprobiert
Und ja, bei mir ist es aktuell so, ja, erzähle euch mal, wie es bei mir jetzt aktuell ausschaut. Also, ich stehe ziemlich früh auf, also so 7 Uhr ist so mein Wecker, der mich aufweckt. Mein innerlicher 7 Uhr, 6:30 Uhr auch, stehe ich dann auf, Zähne putzen, da muss ich meine Thyrex-Tablette nehmen, weil ich habe ja ein Hashimoto. Das heißt, muss ich die nehmen, dann muss ich eine halbe Stunde warten. Dann frühstücke ich mal was. Und das Frühstücken, das klappt richtig gut. Also Frühstücken, wenn mir jetzt nicht gerade übelst schlecht ist, klappt richtig gut. Dann kann ich auch wirklich mal ein Ei essen und das ist, vertrage ich auch sehr gut. Ein Käsebrot vertrage ich auch gut, aber ich vertrage aktuell keine Fleischsachen, also Schinken oder so will ich jetzt nicht essen. Also so Eier, aber was immer geht, ist bei mir Marmeladebrot. Das geht immer. Ich kann immer mal, also das vertrage ich am allerbesten. Also Marmeladebrot oder ich esse einen Krapfen oder so irgendwas Süßes halt. Und dann dazu Tee. Also ich habe jetzt seit Wochen keinen Kaffee getrunken, weil Kaffee geht gar nicht. Also ich habe Kaffee am Anfang noch getrunken. Und da würde mir so schlecht von dem, dass ich dann einfach aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Und ich trinke einfach Tee. Ich habe diverse Teesorten, die gut gehen. Pfefferminz oder Früchte oder Zitronentee, was auch immer. Tee geht. Alle möglichen Sorten. Beim Mittagessen ist es dann so, dass ich dann auch drauf schaue, dass es Sachen sind, die ich wirklich gut vertragen kann. Was mir auch irgendwie schmeckt. Aber das ist auch immer schwierig, ne? Weil irgendwie würde ich manchmal gern was anderes essen, aber ich weiß, dass ich das nicht gut vertragen würde. Ich darf zum Beispiel kein gekochtes, also ich kann kein richtig gut abgekochtes essen, so mit Zwiebeln. Das geht überhaupt nicht. Also Knoblauch brauchen wir gar nicht mal davon anfangen. Das kann ich gar nicht riechen, dann wird mir schon kotzübel. Und Zwiebeln, wenn im Essen Zwiebeln ist, das ist furchtbar. Das kann ich. Ich weiß, das kommt dann ein paar Stunden raus. Die ganzen Zwiebeln. Wirklich voll schlimm. Deswegen esse ich dann meistens irgendwie was Trockenes. Entweder nur Kartoffeln oder ja, ich esse auch Toast. Habe ich gestern, hat's gut geklappt mit Toast. Oder Reis. Irgendwie so was Trockenes einfach mit gar keiner Beilage. Manchmal auch Gemüse dazu, klappt auch, aber auch nicht immer. Ja, ich orientiere mich an dem Essen vom Krankenhaus, weil die haben mir auch genau sowas gegeben. Also kein Fleisch, kein Fisch, keine Soßen, nichts Würziges. Und das hilft, aber ich esse dann nochmal bis zum Mittag und dann nicht mehr. Weil Nachmittag ist mir dann nur richtig schlecht, also so ab 2 oder 3 fängt es dann richtig an, mir richtig übel zu werden. Also nicht immer unbedingt 2 oder 3, sondern es geht auch nochmal später. Manchmal erst ab 4, also es kommt immer auf den Tag drauf an, wie es mir auch so geht. Aber so ab Nachmittag kann man schon sagen, dass man dann wirklich bei mir vorbei ist und dann geht gar nichts mehr. Ja, und dann liege ich meistens nur mal hier. Also das ist also mein Stammplatz. Ich bin, seitdem ich zu Hause bin, nie irgendwo anders gewesen, außer in meinem Schlafzimmer. Weil ich auch so kraftlos und so müde bin. Diese ständige Übelkeit zehrt auch an den Kräften, kann man sich vielleicht vorstellen. Und ja, nimmt einen richtig mit. Und ja, ich liege dann halt nur da und schaue Netflix. Ich habe schon alle Serien durchgeschaut, die es gibt, glaube ich. Und dann liege ich dann meistens da, am Abend muss ich mich dann meistens auch übergeben. Deswegen esse ich dann am Abend nichts mehr. Oder ich esse nur sowas Flüssiges wie Suppe oder sowas. Ja, also das ist so mein Daily Routine und das wiederholt sich tatsächlich fast jeden Tag. Und ich harre es aktuell ein bisschen aus. Also ich helfe mir ein bisschen mit so Medikamenten, mit diesem Dertirosan. Das ist, glaube ich, sowas wie Vomex, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Machen mich aber auch echt müde. Ja, und ich schlafe dann halt ziemlich früh ein. Um 20 Uhr bin ich dann meistens schon im Land der Träume und schlafe dann halt auch wirklich bis 6 oder 7 Uhr durch. Und in der Nacht geht es mir gut. Da ist mir meistens nicht schlecht, wenn ich schlafe. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick über. Und das habe ich halt die ganzen Tage gemacht, wo ich mich nicht gemeldet habe. Der Papa kümmert sich ganz liebevoll um mich. Der bringt mir immer Essen oder Medikamente und ja, und sorgt sich um die Kinder und macht den Haushalt und macht alles andere. Sachen, zu denen ich natürlich aktuell nicht imstande wäre. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich ihn habe. Was ich auch voll cool finde, habe ich im Hyper-MS-Forum gelesen. Also falls ihr aus Deutschland seid, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich habe gesehen, dass bei den Deutschen das so ist, dass die geschrieben haben, dass wenn sie Hyper-MS haben, dann kann man das den Arzt sagen und dann bekommt man sogar eine Haushaltshilfe nach Hause oder eine Kinderbetreuung.
für Leute, die, wo der Mann halt arbeitet und weg ist und nicht schauen kann. Und man ist halt nicht auf sich alleine gestellt. Wahrscheinlich gibt es das in Österreich auch, ich weiß es nicht, aber haben wir jetzt nicht notwendig. Ja, so viel von mir mal erstmal. Ich habe mir gedacht, ich labe euch mal ein Ohr ab und erzähle euch mal, wie es mir geht. Ich werde jetzt gleich was frühstücken gehen. Schauen wir mal, was wir frühstücken können. Gehen wir mal in die Küche, alle schlafen noch, außer Luisa und Papa, weil die sind natürlich auch so ganz früh wach. Wir gehen ja alle ziemlich früh jetzt immer ins Bett. Und ja, gehen wir mal in die Küche. So, ich bin jetzt in der Küche angekommen. Der Papa hat mir wieder Krapfen gekauft. Au, Emmy. Emmy ist auch hier. Ich will ein Stück von meinem Krapfen. Ich stelle sie für meinen Krapfen. Die Emmy, die Luisa ist ja auch mit mir am Frühstückstisch. Ich habe ein bisschen angeschaut. Und hat auch. Der Luisa isst dein Krapfen. Ja, ich und die Luisa, wir frühstücken jetzt. Unseren Krapfen. Ich habe mir dazu auch so einen Tee gemacht, so einen Frühstückstee, so einen Winterzaubertee. Und der Papa kümmert sich kurz um die Hühner draußen, weil es regnet und muss da irgendwas machen. Ja, die anderen schlafen alle noch und ich werde mir mal meinen Krapfen schmecken lassen. Lecker. Ich habe mir jetzt noch ein kleines Rührei gemacht, weil ich noch ein bisschen Hunger habe. Die Luisa ärgert währenddessen ein bisschen den Papa. Luisa! Luisa? Wo ist die Luisa? Der Papa muss in 2 Stunden wegfahren. Der hat nämlich so einen Atemtest. Nein, wie heißt das? Fructose und. Nein, er hat so einen Fructose- und Laktose-Test. Heute hast du Fructose, oder? Einer von diesen 2, keine. Und am Montag den anderen. Ja. Der Papa hat jetzt seit gestern Abend nichts mehr gegessen und er hat so einen Hunger. Er darf keinen Kaffee trinken, gar nichts. Luisa ist das einzige wache Kind hier im Haus. Die anderen schlafen noch. Wir müssen die Kinder aufwecken, oder? Mama hat das gemacht. Ich hat das gemacht. Und wer hat das gemacht? Lara hat das gemacht. Geh mal die Lara aufwecken. Papa hat eine urgute Idee mit seinem Glöckchen. Das ist gut gemein, ich hasse diese Glocke. Da war ich mich auch schon mal damit aufgeweckt. Deswegen hat sie ihn kaputt gemacht. Schon wie sie sich versteckt hat unter der Decke. Sie ist eh schon wach. Aber. Aha, da ist jemand schon wach. Juhu. Unter der Decke. Guten Morgen. Na, Mausi, hä? Mach Platz, ich leg mir auch hin. Hey, Papa. Leg mich doch. Lisa? Ah, die Lisa? Lisa? Das Bett nicht zusammenbricht. Okay, so, das wird schon ein bisschen was aushalten. Bist du schon länger wach, Lara? Ja? Die kleine Mausi. Guten Morgen, gute Nacht. So, ich habe es mir wieder im Bett gemütlich gemacht, weil mir geht es aktuell ein bisschen nicht so gut. Aktuell nicht so gut. Also mir ist ein bisschen flau im Magen, aber mir geht es nicht schlecht oder so. Aushaltbar, aber ich bin so schwach. Ich fühle mich so, ja, wie sieht heute auch wirklich fertig aus. Ich fühle mich halt so kraftlos und da hilft mir einfach liegen. Deshalb bin ich jetzt eh doch ziemlich lange in der Küche gesessen, habe viel mit dem Papa gequatscht und habe langsam und genüsslich gefrühstückt. Und jetzt habe ich mir noch mal so einen Tee gemacht, so einen Winterzaubertee. Ich weiß, Winter ist vorbei, aber das ist immer so ein guter Tee. Der ist von Teekanne. Winterzaubertee. Und den werde ich jetzt hier im Bett trinken, während die Kinder frühstücken. Ich kann nämlich die ganzen Gerüche von dem ganzen Essen nicht ertragen, egal was so. Was die Kinder dann essen werden, wahrscheinlich Wurst oder vielleicht Hummusaufstrich. Und ich habe so
Kennen sicher viele Schwangere, man ist extrem geruchsempfindlich und ich rieche einfach so stark den Knoblauch beim Essen raus, extrem. Und wenn, ich weiß nicht, zum Beispiel im Hummus, wenn nur ein bisschen Knoblauch drin ist, ich rieche das sofort raus und da wird mir einfach schon schlecht. Deswegen, wenn die Kinder dann essen, dann gehe ich dann meistens weg und ja. Der Papa macht dir dann jetzt halt was zum Frühstücken und ja, ich liege jetzt hier und werde meinen Tee trinken. Und ein bisschen Netflix schauen. Ja, ihr könnt mir, wenn ihr Serienempfehlungen für mich habt, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich habe schon ziemlich alles durchgesehen. Working Moms, Tote Mädchen lügen nicht, bin ich fertig. Fuller House schaue ich gerade, Blacklist schaue ich gerade. Aber es langweilt mich aktuell ein bisschen. Ich habe irgendwie alle spannenden Serien schon fertig. Ja. Na gut, ich werde mich hier ein bisschen entspannen. Vielleicht melde ich mich dann auch später nochmal. Ja. Der Papa hat mir jetzt nochmal einen Krapfen vorbeigebracht und ist mit seinen zwei pelzigen Mädels ins Bett gekommen. Was ist das jetzt hier? Wir gehen nicht in die Liebe. Jo. Oh, so viel Liebe, Amy. Ja. Hunde so besser, oder was? Ja, Papa liebt euch beide. Wenn der Papa mit mir auch so kuscheln würde. Aber hast du sein schwarzes Maul? Nein. Hast du schwarze Nase? Nein. Machst du so wie die Falten? Die kann ich. Ja, Mama, machst du schon. Halt deinen Mund. Auf jeden Fall fährt der Papa bald los zu seinem Termin. Heute hat er Fructose-Termin und am Montag Laktose. Es ist auch rausgekommen, dass der Papa Histaminintoleranz hat. Ja. Hier ist der Patrick, falls ihr ihn vermisst habt. Ziemlich verschlafen. Naja, schaust du so aus. Ich schaue auch verschlafen aus. Ich bin schon seit 4 Stunden wach. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 12 Uhr und wir sind noch immer im Schlafmodus. Es ist 11 Uhr, wann musst du los? Um 12 Uhr. Wie lange? 11.19 Uhr. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde noch Zeit, mit euch zu kuscheln. Mhm. Und dann verpisse ich mich. Mhm. Oh, jeder knutscht dir gegen einen Hund. Und so viel Liebe. So, meine Lieben, ich glaube, ich werde jetzt den Vlog beenden. Mir geht es aktuell nicht so gut. Die Übelkeit ist jetzt wieder da und ich habe so starke Kopfschmerzen und mein Bauch blubbert und das ist einfach so ein unangenehmes Gefühl. Deswegen werde ich hier und jetzt den Vlog beenden und ich wollte euch nur ein kurzes Update geben, auf jeden Fall von meinem Zustand. Ich werde jetzt aber auch nicht jeden Tag vloggen, solange es mir nicht besser geht. Ja, schauen wir mal, vielleicht wird der Papa nochmal ein Video drehen, vielleicht ein Food Haul oder so irgendwas, wenn er einkaufen geht, aber aktuell bin ich nicht so wirklich imstande, Daily Updates abzugeben. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ja, also jetzt muss ich aufhören, das Reden fördert irgendwie. Ja, na gut, meine, danke fürs Zuschauen, aktiviert vielleicht die Glocke, damit ihr kein Video verpasst, ja, weil ich jetzt keine Garantie für irgendwelche Tage geben kann. Und danke für euren Support und eure lieben Kommentare. Uns geht es eigentlich soweit ganz gut, macht euch keine Sorgen, das werden wir auch schon überstehen, diese Übelkeit. Und dann sind wir wieder da, in aller Frische. Tschüss.